Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir den Beginn einer Reihe und zwar dem Vergleich von Depotanbietern. Und wir schauen uns heute eben, wie ihr hier seht, zum einen die Comdirect an und zum anderen die Consorsbank. Eins vorweg, ich bin bei beiden Banken Kunde und habe dort Depots, die ich auch regelmäßig nutze. Und es war eben ein großer Wunsch aus der Community, Grüße gehen auch raus an bestimmte Personen, dass ich einfach mal einen Vergleich mache, wo könnt ihr denn günstig Aktien kaufen, Wertpapier, Sparpläne etc. Und ich glaube, ihr kennt mich so gut, ich empfehle normalerweise nur immer etwas, was ich selber habe oder ausprobiert habe. Und das sind eben, wie gesagt, die Comdirect und die Consorsbank sind meine beiden Hauptdepotbanken. Und ich muss auch sagen, und das schon seit, ich glaube, Comdirect seit 2009 und Consorsbank seit 2012 oder 2013 oder 14. Auf alle Fälle eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe natürlich da auch noch Konditionen vom Altbestand. Ihr seht aber, bei beiden gibt es momentan schönes Neukundenaktion. Und zwar kriegt ihr hier 12 Monate kostenlos auf Depot-Sparplan. Es gibt hier auch 3 Jahre ist die Depotführung kostenlos. Danach hängt sie bei der Comdirect an folgenden Kriterien. Entweder 2 Trades im Quartal, ein regelmäßiger Wertpapiersparplan, wo ich sage, das ist wahrscheinlich das Einfachste für jeden. Oder eben mit Girokonto. Das Wertpapierdepot bei der Consorsbank ist kostenlos. Da gibt es jetzt momentan noch keine Prämisse. Hat auch ein interessantes Neukundenangebot. Ihr kriegt nämlich hier in Kombination mit einem Tagesgeld und einem Depot bis zu 2,1% Zinsen. Das könnt ihr sogar noch erhöhen. Und zwar eben, wie gesagt, die 2,1% gelten für 6 Monate. Wenn ihr aber eben für 1000 Euro Wertpapiere kauft, dann verlängert sich der, oder eben Sparplan, das ist dann nochmal einfacher, dann verlängert sich der Zinssatz für 12 Monate. Und genau, als nächstes, da kommen wir dann danach nochmal dazu auf die Ordergebühren und so weiter. Ich möchte vielleicht vorab sagen, vom Angebot her oder vom Aufbau her, also was mir jetzt in diesem Vergleich wichtig ist, ist zum Beispiel dann das Interface, wie sieht das Online-Banking aus. Ich persönlich habe auch bei beiden die Girokonten, die ich regelmäßig nutze. Und da habe ich allerdings wirklich noch diesen Altbestand, weil heute mittlerweile, glaube ich, haben beide den Geldeingang von 700 Euro vorausgesetzt. Da habe ich eben noch altes Recht. Aber die sind beide auch wirklich sehr, sehr gut. Ich nutze zum Beispiel die Comdirect aus meinem Fixkostenkonto und die Consorsbank für meine privaten Ausgaben, so, also zur Lebenshaltung und so weiter. Habe auch da immer die Kreditkarte gefeiert, wo ich überall kostenlos Geld abheben konnte. Das müsste natürlich jetzt auch noch gehen. Bloß, ja, wer meine anderen Videos kennt, bin ich ja jetzt stark auf das Prämien- oder auf Cashback-Sammeln aus. Und deswegen hebe ich meistens mit meiner Crypto.com-Kreditkarte ab oder eben ja, mit den anderen, die ich dabei habe. Und brauche das halt. Oder beziehungsweise ich brauche fast kein Bargeld mehr. Genau. Was ich aber sagen kann vom Interface her, wenn ihr eingeloggt seid, gefällt mir die Comdirect einfach besser. Der Aufbau mit Girokonto, Tagesgeldkonto und so weiter, da ist auch die Consorsbank richtig stark. Aber mir gefällt irgendwie die Ordermaske oder das Thema Depot, da finde ich irgendwo einfach die Comdirect übersichtlicher. Es kann jetzt aber auch ein persönlicher Geschmack sein, also da scheiden sich auch die Geister, die einen sagen, ja, das finde ich besser, die anderen sagen, das finde ich besser. Ihr kriegt auf alle Fälle bei beiden eine schöne Übersicht, könnt einige Auswertungen für euer Depot, euch auch, sei es um die Zusammensetzung, wie auch, welches Risiko da gemessen werden kann, Schwankungsbreite und so, könnt ihr euch alles anschauen. Ich persönlich finde einfach nur Wertpapier-Sparpläne anlegen bei der kommt direkt deutlich einfacher und bequemer und auch ja, für mich die Übersicht. Liegt aber vielleicht daran, weil ich eben die zunächst als erstes nutzte von den beiden. Und ansonsten ist aber die Consorsbank, also ihr könnt auf alle Fälle euer Depot damit verwalten. Das ist nur mein persönliches Empfinden. Genau.
Ich will auch gar nicht jetzt so stark auf diese Neukundenaktionen. Die könnt ihr euch auch gerne dann in Ruhe nochmal durchlesen. Wie gesagt, hier mit Tagesgeldkonto, hier nochmal mit kostenlosem Sparplan. Und dann habt ihr bei beiden noch Discounts. Das seht ihr dann hier für die Orderentgelte, dass die dann deutlich günstiger sind oder was dann kostenlos ist, sehen wir auch hier. Also da macht es natürlich 0,95, das ist schon meine Ansage. Das ist günstiger, würde ich jetzt sagen, wie Comdirect. Aber es geht ja am Schluss darum, ich finde, gerade beim Depot, da macht es keinen Sinn, weil es auch um die Anschaffungskurse und so weiter geht, dass ihr da ständig rumhopft und dann ja hier wieder das Depot, dann da das Depot. Deswegen finde ich halt, wie sind allgemein die Konditionen? Und da kann ich euch eins sagen, da sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Also ihr könnt bei beiden Aktiensparpläne machen. Das können wir uns auch dann gleich nochmal anschauen. Ihr könnt Aktien und alle anderen Wertpapiere kaufen. Da habe ich jetzt bei beiden keinerlei Einschränkungen gehabt. Also Comdirect hatte sogar früher mal, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch gibt, die CFDs zum Handeln, aber das ist schon sehr risikobehaftet. Wenn wir aber jetzt mal gucken, wir nehmen jetzt einfach mal den Neukundenbonus weg, sondern wie ist es dann grundsätzlich? Dann ist eben die Standardkondition 94 und 0,25% Ordervolumen. Was aber vielleicht bei vielen von euch, die jetzt nicht x-tausend Euro sofort in eine Aktie packen, sondern vielleicht eher mit kleineren Beträgen handeln, ist das auch wichtig, das Mindestentgelt von 99. Genauso, was auch da wieder wichtig ist, ist das Maximale, aber wenn es halt wirklich dann um extrem hohe Volumina geht, dann macht halt eine Deckelung auch wieder Sinn. Wenn wir das jetzt vergleichen, 94 und 0,25, sind wir hier, Moment, das findet ihr nämlich im Preis-Leistungs-Verzeichnis für Wertpapiere 4,95. Hier gibt es nochmal eine andere Einteilung mit Silber und Gold und Platinum. Nehmen wir jetzt einfach mal Silber, weil da startet ihr normalerweise. Dann seid ihr bei 4,95 und maximal 69. Gold wäre dann auch die Höchstgrenze von der Order bei 59, wie bei der Comdirect. Da wird er aber bei der Grundorder günstiger. Wir sehen aber hier trotzdem, die Mindestordergebühr ist bei 9,95 jeweils. Und da muss man halt auch sagen, okay, und auch die 0,25 Variablen Zusatz, wie eben bei der Comdirect, können wir nochmal schauen vom Ordervolumen, die Orderprovision. Also ihr seid da mehr oder weniger wirklich gleich. Und da muss ich am Schluss aber auch sagen, wenn es dann um ganz hohe Volumina geht und da ist das eine um Euro billiger, das gleich macht aber dann auch das Kraut nicht fett. Also wir haben mehr oder weniger nahezu die identischen Ordergebühren. Handelsplätze, muss ich auch sagen, habe ich persönlich noch nie Probleme gehabt. Ich habe mir auch mal in der Schweiz eine Aktie gekauft und eintragen lassen. Das habe ich über die Comdirect gemacht, lief problemlos. Und das ist aber halt insgesamt, wo ich sage, naja, also ich hatte wirklich noch bei keinem Problem. Das ist allerdings natürlich so, wenn ihr sehr viel im Ausland ordert und man sieht ja zum Beispiel jetzt hier auch bei der Consorsbank, da schwankt ja auch wieder der Preis, welche Börse, dann kann es sein, dass die ein oder andere der beiden Depotanbieter für euch besser passt. Aber ich glaube, wenn ihr viel im Ausland handelt, dann gibt es sogar so noch andere Anbieter, die darauf spezialisiert sind. Wird aber jetzt für die breite Masse nicht zutreffen. Und deswegen kann man schon sagen, also ihr seid da mehr oder weniger gleich bei den Kosten. Wenn man sich Sparpläne anschaut, gibt es teilweise eben ja auch rabattierte Discount-Sparpläne, 550 zur Auswahl. Beim ETF gibt es die 1,5% beim Kauf, genauso wie bei Zertifikaten und bei Aktien. Und bei der Comdirect sind wir auch bei 1,5% vom Ordervolumen, also das ist bei beiden gleich. Das heißt, Sparpläne oder Depotführung im Endeffekt, bei der Comdirect wird es ja nur was kosten, wenn ihr einmal die kauft. Kauft ihr nicht, habt keinen Sparplan und kein Girokonto, ist aber wahrscheinlich, irgendwas werdet ihr da schon haben. Und macht halt ansonsten vierteljährlich einmal einen Depotsparplan für 25 Euro. Und letztlich ist es auf alle Fälle so, dass
die Entgelte bei beiden nahezu identisch sind. Ich muss auch sagen, es gibt am Markt Leute, oder seit es Trade Republic gibt und sonst was, dann drehen alle immer durch. Ja, und da ist so teuer und keine Ahnung. Also bei Trade Republic ist es so, wenn ich jetzt für 100 Euro oder für 50 Euro eine Aktie kaufe, oder selbst für 10 Euro wäre es natürlich trotzdem 1 Euro Ordergebühr. Da muss man das mal ins Verhältnis setzen. Weiß ich nicht. Also finde ich jetzt persönlich vertretbar. Ich finde auch die Übersichtlichkeit, was die zwei Börsen angeht, deutlich besser. Und ich muss auch sagen, gerade in der Corona-Krise, da gab es ja teilweise ein Auf und Ab und dann ging es kreuz und quer. Und da war es halt echt so, dass bei mir bei Trade Republic ein paar Mal die Kurse mit einem viel zu hohen Spread gestellt wurden, oder ich konnte gar nicht handeln oder kaufen oder verkaufen. Und das hatte ich bei der Comdirect nicht. Da gab es auch schon mal Probleme. Aber im Vergleich sind da die Comdirect und die Consorsbank viel besser angebunden an viel, viel mehr Börsen, und das macht sich da halt in solchen Situationen bezahlt. Und deswegen, ich schwöre drauf, ich würde nie so einen Neo-Broker als mein Hauptdepot nehmen. Vielleicht ändert sich irgendwann meine Meinung. Ich finde es gut, wenn Leute, die überhaupt nichts mit Wertpapieren sonst zu tun haben, dadurch einfach mal reinschnuppern können. Finde ich wirklich gut. Aber für mich persönlich sind zum Beispiel die großen Anbieter, eben die Comdirect oder die Consorsbank, sind für mich die erste Anlaufstelle für meine Depots. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, oder auch welche anderen Depotanbieter ihr noch, ja, ihr kennt, ihr habt, auf die ihr schwört, dass wir die nochmal vergleichen. Ich habe natürlich noch weitere Anbieter im Kopf, wo es nochmal Videos geben wird. Also daher gerne das Abo dalassen und die Glocke benachrichtigen. Und dann schauen wir doch mal weiter, was vielleicht noch ein Unterschied sein könnte. Und zwar, wenn wir hier auf, wo sind wir, Geldanlage, Sparen, Wertpapier, Sparplan gehen. Und hier gehen wir wieder zurück. So, Moment. Ja, dann können wir mal zu den Aktions-ETFs gehen. Okay, da ist eine ewig lange Liste. Aber ihr seht halt unterm Strich, ihr habt hier eine ganz große Aktienauswahl, ebenso für Fonds, ETFs und Zertifikate. Und da ist es halt so, da muss ich auch sagen, also ein Großteil überschneidet sich bei Comdirect und Consorsbank. Es hat auch schon mal Aktien gegeben, die gab es nur entweder bei der Consorsbank oder bei der Comdirect. Und es wäre aber jetzt schwierig, alles durchzugehen. Ich sage mal, die wichtigsten Sachen sind bei beiden einfach da. Also das ist das Thema. Wenn ihr jetzt einen Sparplan auf MSCI World machen wollt, kein Stress, oder auf Fonds, da ist natürlich auch immer der Unterschied. Die einen haben vielleicht da gerade einen Aktionsfonds ohne Ausgabeaufschlag, die anderen haben da wieder die Fonds-Diamanten oder wie es heißt. Also das ist sehr unterschiedlich. Also das würde jetzt zu müßig sein und wahrscheinlich zu wenig Leute ansprechen, dass wir jetzt jeden einzelnen Fonds, der gerade im Angebot ist. Aber deswegen sage ich immer, da müsst ihr drauf gucken, was wollt ihr besparen oder kaufen. Und dann kann es halt einen Unterschied geben, dass da gerade mal die Comdirect oder da die Consorsbank günstiger ist. Daher auch mein Tipp, ich würde mir bei beiden ein Depot zulegen, weil dann habt ihr eine optimale Ergänzung. Wie gesagt, das sind etablierte Anbieter mit wirklich guten Order- und Online-Banking-Masken. Bin ich sehr zufrieden. Und dann habt ihr halt einfach, dann könnt ihr mal auswählen und sagt, okay, da ist es jetzt besser zum Besparen oder hier ist es günstiger. Dann seid ihr flexibel und es kostet ja grundsätzlich bei beiden nichts. Und ich kann halt nur aus der Erfahrung sprechen, dass ich manchmal, Moment, wenn ich jetzt hier sage Sparen und Anlegen, dann gehe ich zum Beispiel auf Aktiensparpläne, seht ihr auch, hier gibt es auch wieder Zertifikate, ETFs und so weiter. Also das schwankt eben. Da gibt es auch ab 10 Euro, da gibt es über 5000 Sparpläne. Also ich habe tendenziell den Eindruck immer in der Vergangenheit gehabt, wenn ich exotischere Sachen besparen wollte,
dann war manchmal das noch bei der Consorsbank eher zu finden. Wobei ich aber sagen muss, ich hatte aber bis auf ganz wenige Ausnahmen auch bei der Comdirect nie ein Problem, weil da war ist eigentlich mein Hauptdepot. Von dem her, also ich bin bei der Auswahl bei beiden sehr zufrieden. Ich kann euch beide empfehlen. Wie gesagt, von den Konditionen her sind die nahezu gleich. Da müsste es jetzt wirklich sein, wenn ihr also wenn ihr irgendwelche Standard-Investments habt und auch Sparpläne drauf, habt ihr bei beiden keinen Stress. Und wenn ihr sagt, ich will aber nur ein Depot aufmachen, dann und habt ein paar exotischere Werte oder handelt im Ausland, dann ist es natürlich gut, wenn ihr nochmal vergleicht, wird es bei beiden angeboten. Wie gesagt, findet ihr beides die Infos auf den Webseiten der beiden. Aber wie gesagt, da wäre jetzt fürs Video den Rahmen sprengen. Aber für die Standardsachen sind beide wirklich nahezu identisch. Ich persönlich, mir sind noch immer die Comdirect lieber. Ich hatte da auch bisher so nie Probleme, auch mit dem Service alles einwandfrei. Hatte ich aber auch bei der Consorsbank noch nie. Also da auch schon mal habe ich auch schon mal den Service benutzt oder genutzt und war auch alles gut. Also von dem her, ich bin mit beiden sehr zufrieden, kann euch beide auch nur empfehlen. Ich werde Kunde wirbt Kunde Programm unten einfach jeweils die Links anhängen. Dann müssten wir, glaube ich, so eine Freundschaftswerbung, jeder noch was dazu bekommen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie gesagt, bin auch nicht von den beiden gesponsert, sondern einfach da wirklich seit ewig langer Zeit Nutzer und mit beiden sehr zufrieden. Also gerne in die Beschreibung klicken und darüber ja, die Depots eröffnen. Unterstützt ja auch meinen Kanal. Und ansonsten war es das für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, euer Marco.